Beleuchtung Nummer 13, Cabano Basodino. Basodino heute, zuhinterst im Machatal San Carlo mit der Luftseilbahn in Trobieu. Und da muss man sich das mal vorstellen, auf einer Teerstrasse, eine kleine Teerstrasse, 5 Minuten laufen und man ist in einer SAC-Hütte. Das feinste Essen, endlose Aussicht gegen Führen ins Machatal und rundum hinten dran Berge. Und über die Hütten rein, alle Stunden Luftseilbahn. Das ist jetzt eine typische Hütte, die jemand besuchen kann, wenn er das erste Mal ein bisschen in die Berge möchte. Oder wenn er auch nicht so fit ist oder ein Gebrechen hat. Man kann ganz angenehm hochfahren und das kurze Stückchen runterlaufen, runterfahren, wie auch immer. Den Fuchs tue ich entweder hier auf der Terrasse oder vom Küchenfenster aus futtern. Der frisst dir aus der Hand? Der frisst mir aus der Hand, ja. Und wenn er genügend zu fressen hat, tut er gerade vor dem Küchenfenster tut er sich so ein schönes Kreischen zum Schlafen bereit machen. Und dann hat den Schwanz über die Schnauze und dann schlaft er. Vor dem Küchenfenster? Vor dem Küchenfenster, ja. Mund-zu-Mund-Werbung ist für mich immer noch sehr, sehr gute Werbung. Und das ist eigentlich sehr gut zu essen und immer in genügenden Mengen. Basodino heute. Der Mike, der Fotograf, hat ihn hinterher geschickt fotografieren. Der Frank vorne, bei uns gefüttert, beim Projekt. Und plötzlich der Mike am Funk. Gary, da hinter mir knurrt es. Und ich, Mike, hör jetzt auf, Spass machen, wir haben keine Zeit, wir müssen arbeiten. Gary, musst du mal hören, wirklich, ich komme führen. Nein, Mike, du bleibst stehen und machst deine Fotos. Gary, musst du mal hören. Er hat das Funkgerät aufgetan. Und was haben wir alle zusammen gehört? Auch der Hüttenwort. Ein Knurren im Funkgerät. Und wir zum Mike, komm, führen sofort. Der Hüttenwart hat nicht gewusst, was es ist. Wir haben es nicht gewusst, was es ist. Aber es hat sehr unheimlich getönt. Und ich habe das Gefühl gehabt, das Knurren, das kommt innen von einem Tier mit so Fell und Pelz und Eckzähnen. So. Wir haben es nicht gesehen. Es war seriös gewesen. Und der Mike ist eigentlich ein Mutiger. Aber wir sind froh, dass er gesund bei uns wieder war. Jetzt extrem schnell wieder aufzuholen. Eben, wenn ein Haus asymmetrisch ist, wird das alles schwierig. Wird das alles huere schwierig. Geh retour. Aha. Basodino heute, Stausee, riesen Einzugsgebiet, ein Ort, der Strom produziert, ist eine Reise wert. Wunderschön.